Die Niederlage im Derby extrem bitter für alle Schwarz-Gelben. Doch der BVB bleibt im Windschatten. Die nächste Prüfung wartet am Samstag in Bremen. Alles über das Duell gegen Werder jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Siegen ist Pflicht. Das gilt jetzt mehr denn je. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rumkommt. Das letzte Wochenende steckt uns allen noch in den Knochen. Und trotzdem müssen wir jetzt nach vorne schauen. Und das will ich heute tun mit einem ehemaligen Kollegen und guten Freund, der 16 Jahre das hier als sein Wohnzimmer hatte und im letzten Jahr seinen großen Abschied bekam. Vor knapp 09 Monaten hat er seinen grandiosen Abschied gefeiert im Signal Iduna Park vor über 70.000 Fans. Gänsehaut pur bei Roman und allen, die dabei sein durften. Ein würdiger Rahmen für den Rekordtorhüter der Borussia. Die schwarz-gelbe Legende, den BVB-Botschafter. Jetzt steht er wieder im Rampenlicht, diesmal ohne Zuschauer auf den Rängen, dafür aber mit seinem Kumpel Ovo auf dem Sofa, in der aktuellen Ausgabe des Feiertagsmagazins. Ja, Roman, schön, dass du da bist, wir zwei hier auf der Couch, das gab es so auch noch nie. Wir haben gerade noch mal die Bilder gesehen, wenn du das siehst, wie fühlt sich das noch mal an, rückblickend? Ja, eine tolle Emotion. Es war ein ganz toller Tag für mich. Das, was die Fans mir da geschenkt haben, diesen Abschied, das ist einzigartig. Und ja, es hat unheimlich viel Spaß bereitet. Nicht ganz so viel Spaß bereitet hat natürlich das letzte Wochenende. Das Spiel, das Derby, was wir leider hier zu Hause vergeigt haben. Wie hast du das empfunden? Hast du das schon verdaut? Nicht so wirklich. Also wirst ja noch überall drauf angesprochen. Denn ja, es war schon ein bitterer Rückschlag auch. Denn alle haben sich den Derby-Sieg gewünscht. Gerade wir als Borussen wissen auch, welche eine große Bedeutung auch solch ein Sieg auch auslöst hier in der Stadt. Und gerade auch im Kampf um die Meisterschaft, jetzt auch mit Rückblick auch auf Bayern in Nürnberg, das Unentschieden. Wenn wir da natürlich gewonnen hätten, hätten wir auch die Pole-Position gehabt. Aber naja, gut, es ist so, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Es war nicht unser Tag. Ich glaube, es war ein enormer Bruch im Spiel nach dem Elfmeter. Man hätte vielleicht danach nicht gerade das Spiel komplett aus der Hand geben müssen, das ist auch klar. Ich denke auch, die Jungs haben es ja auch zugegeben, es war nicht die beste Saisonleistung. Auch die roten Karten hinterher, verständlich, aber vielleicht auch viel Frust dabei. Aber letzten Endes hätten wir schon auch eine andere Performance zeigen müssen. Du hast in deiner Karriere natürlich auch einige Derbys gespielt, ein paar sicher auch verloren. Was macht man, was können die Jungs machen, um sich da wieder quasi rauszuziehen? Also das Wichtigste ist, glaube ich, und das ist auch, glaube ich, die Überschrift, dass noch nichts verloren ist und dass wir immer noch im Titelkampf sind. Und man hat es gesehen, wie schnell es geht. Wir waren bitter enttäuscht am Samstagabend. Umgekehrt, am Sonntag haben wir nochmal neue Hoffnungen auch geschöpft. Und von daher, so schnell geht es im Fußball. Und gerade beim Fußball ist alles möglich. Und dadurch sollte man bis zuletzt auch an den Titel auch noch glauben. Und eben wirklich auch alles daran setzen, dass man wirklich seine eigenen Hausaufgaben erledigt. Das heißt, wirklich die eigenen Spiele zu gewinnen. Und das ist schon schwierig genug. Und dann zu schauen, was noch geht. Du sagst es und wir haben es eingangs gesagt. Das heißt jetzt, Siegen ist Pflicht. Am Wochenende geht es gegen Bremen. Das waren in den letzten Jahren immer extrem spannende Spiele. Und meistens auch zum Ende der Saison. Wir schauen mal rein. Saisonfinale gegen Werder, das hat fast schon Tradition. Allein in den letzten 5 Jahren ging es 3-mal im Schlussspurt gegen die Norddeutschen. Schwarz-Gelb mit 2 ganz wichtigen Siegen. In der Saison 14-15 gelingt mit einem 3:2 der Einzug in die Europa League. 2 Jahre später ein spektakuläres 4:3 für die Champions League Quali. Und auch jetzt hilft nur ein Sieg im Saisonfinale gegen Werder. Da hilft nur noch ein Sieg. Roman, kennst du eigentlich deine Bilanz gegen Werder Bremen? Oh, hoffentlich ist es positiv. Du hast, oft genug gegen die Bremer habe ich auf jeden Fall gespielt. Genau, du hast auch gegen keine andere Mannschaft so viele Siege eingefahren. Wusstest du das? Weltklasse. Wie kann es anders sein? Ja, vielleicht könnten dich die Jungs noch mal gebrauchen. Schätz mal Werder für uns ein. Was denkst du, was hältst du von der Mannschaft dieses Jahr, diese Saison? Also ich glaube, Werder Bremen spielt eine ganz tolle Saison. Sie spielen taktisch cleveren Fußball, haben ein ganz junges Team, sehr erfolgshungrig auch. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Zeit von 2011, 2012, unsere Zeiten hier bei Borussia Dortmund, wo man eigentlich gar nicht ganz so großen Erfolgsdruck hatte und dann halt eben frei aufgespielt hat. Und das ist jetzt auch die Kunst,
die halt eben auch Werder Bremen auch gerade umsetzt. Nuri spielt ja da, dadurch schaut man allein auch schon mal öfters hin und bislang, wie gesagt, einen tollen Fußball, überzeugenden Fußball und sie haben ja noch die Möglichkeit, auch wirklich in der Zahl zu spielen. Ja, sie haben vor allem gegen einige große Mannschaften auch gezeigt, dass sie die immer ärgern können. Wollen wir hoffen, dass es gegen uns nicht so gut gelingt. Aber zum Glück sind die Bayern ja nicht ganz so konstant. Sie haben auch, du hast es gesagt, ein paar Punkte liegen lassen. Wie siehst du die Chancen generell, dass wir das Ding noch drehen können? Also wichtig ist halt eben, wie eben auch angesprochen, dass wir die Spiele gewinnen, was auch schon schwer genug wird. Allerdings haben die Bayern auch ein unheimlich schweres Restprogramm. Ja. Also darfst nicht vergessen, die spielen zu Hause noch gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Genau. Und am vorletzten Spieltag haben sie das Auswärtsspiel in Leipzig. Und ehrlich gesagt tippe ich da auf Leipzig. Und bei Eintracht Frankfurt, ich habe ja die Frankfurter jetzt auch die ganze Zeit in der Euroleague bekleidet, stehen auch da jetzt die Tage wieder mit am Start. Die spielen ja auch so einen Erfolgsfußball. Richtig. Und da ist auch noch nicht die Messe gelesen. Also von daher, also ich glaube immer noch an den Funken Hoffnung und ich hoffe halt, dass die Jungs das auch so sehen und dass sie es halt eben dann von Woche zu Woche jetzt nochmal abliefern und alles aus sich rausholen, dass die Saison lang war, das wissen wir alle. Das kennen wir gerade auch in den letzten Spieltagen. Da zwickt schon mal der ein oder andere Muskel, aber da zählt es einfach auch, den Kopf auszuschalten und Vollgas durchzuziehen. Absolut. Und dann kriegst du letzten Endes dann auch, ja, die Möglichkeit, hier was ganz Großes zu erreichen. Dafür müssen wir ein richtig hartes Spiel gegen Bremen gewinnen. Das wird ein heißer Tanz, da wird einige Zweikämpfe geben. Und wir beide führen jetzt auch einen Zweikampf. Wir spielen Dönnekes mit Fritz. Stark. Sehr gut. Werders Claudio Pizarro hat in seiner langen Laufbahn 195 Tore in der Bundesliga erzielt und ist damit der beste internationale Schütze aller Zeiten. Gut, das ist eine relativ klare Formulierung und Frage. Hast du dir was überlegt? Also Pizarro ist ja auch gerade in einem oder im vollen Munde. Also. Das könnte schon sein. Also ich gebe dir einen Tipp, er ist auf jeden Fall der älteste Bundesliga-Torschütze. Ja gut, das ist er. Deswegen war er natürlich zuletzt in aller Munde. Aber du, wir gucken mal auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Es wird auf jeden Fall eine Punkteverteilung geben. Fritz, wie sieht's denn aus mit Pizarro? Das stimmt nicht. Robert Lewandowski hat den guten Claudio 200, im März dieses Jahres überholt und steht mittlerweile bei 200. Das weiß ich auch noch, weil ich beim Spiel kommentiert habe. Ja, das hätte ich wissen müssen. 1-0, okay. Aber ist ja, ich kann das Ding auch noch umdrehen. Gibt noch zwei Möglichkeiten. Ich glaube noch dran. Fritz, nächste Frage bitte. Der SV Werder Bremen hat in der Nachkriegszeit einen sehr kuriosen Spitznamen gehabt. Man nannte diese Mannschaft die Texas Elf. Haben die denn dort geritten oder was? Jetzt mal langsam. Was ist das für eine Frage? Mit dir sind die Pferde durchgeritten. Genau, richtig. So, jetzt noch was anderes. Du hast ja noch einen Vorteil. Du hast ja in Werder Bremen gespielt. Aber nicht in der Nachkriegszeit. Ich bin zwar alt, aber ich war ja nicht in der Nachkriegszeit. Scheiße. Ehrlich gesagt, ich bin ja aber auch nie so, ich bin ja nicht der Historiker generell. Ich habe es zumindest noch nie gehört, aber das muss nichts heißen. Aber Fritz, zwei Lügen hintereinander? Also ich sag schon mal, das ist so skurril. Das kann den nur noch stimmen. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, ja. Zumindest ziehst du mir nicht davon. Fritz, klär uns auf. Ja, das stimmt, weil viele Werder-Spieler bei einem US-amerikanischen Tabakunternehmen tätig waren, nannte man sie die Texas Elf. Okay. Damals war Rauchen im Sport ja sogar noch werbemäßig erlaubt. Mario Basler, Auch in Bremen gespielt. Kurz vorm Rausgehen dann nochmal die letzte Kippe genommen. Hätte ich wissen müssen, aber ich lag ja auch richtig. Insofern alles gut. Ich glaube, der hat sogar die Zigaretten hinter dem Satz bekommen. Fritz. Dritte und letzte Geschichte, bitte. Der SV Werder hat in seiner langen Europapokalhistorie schon einige tolle Spiele geliefert und des Öfteren für das Wunder von der Weser gesorgt. So im November 1993, als man den FC Valencia mit 7-0 aus dem Stadion schoss. Da machen wir was.
Ich weiß, dass sie einmal 7-3 von Lyon gekriegt haben. Das war aber vor meiner Zeit. Also mit mir ist das nicht passiert. Also ein hohes Ergebnis gab es auch mal beim KSC zur damaligen Zeit. Hm. Aber da waren wir beide, glaube ich, noch nicht so informiert. Nee. Du warst mehr beim Basketball unterwegs. Ich war mehr Basketball. Okay. Ja, schauen wir mal. Auf drei. 1, 2, 3. Nein! Jetzt kann ich auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Fritz, klär uns auf. Das stimmt so nicht. Nämlich der damalige Europapokal-Hit war Karlsruher SC gegen hab Valencia. Ich doch gesagt. Die Badenser hatten in Valencia 0-5 verloren und schafften dann das Wunder vom Wildpark mit diesem 7-0. Tja, hättest du mal auf dein Gefühl gehört, Roman. Ne? Aber ich meine, verloren hast du auch nicht. Du hast einen Punkt mehr geholt als ich. Ja, ja. Glückwunsch. Ist der Tasche wieder von oben gelaufen. Ein Tag ist im Eimer und wir gucken mal auf den Punktestand. So, da sehen wir es. Es tut mir wirklich leid, Nobby. Ich habe einen Punkt abgegeben an die Gäste. Roman, Glückwunsch. 57-50, aber das können wir ins Ziel bringen. Also, Nobby, ich werde auch nichts mehr herschenken, wenn ich nochmal ran darf. Ich gebe mir Mühe. Ich komme ja auch nicht ganz so oft im Spiel. Ich wollte gerade sagen, bisher habe ich auch noch nicht. Ich glaube, du bist der Erste, gegen den ich verliere. Ich bin mir nicht sicher. Aber nicht so oft habe ich verloren. Das tut doch richtig weh. Ja, das tut wirklich weh. Du hast uns auf jeden Fall was mitgebracht, auch für die Charity-Aktion. Klar. Für die Stiftung des BVB. Leuchte auf. Ah, Torwart-Handschuhe. Das klappt noch. Ja, dann würde ich sagen, darfst du die nochmal unterschreiben. Und dann könnt ihr natürlich auf die Seite unseres Shops gehen. Den Link seht ihr hier unten. Klickt dann auf Auktion und dürft mitbieten. Und das Ganze hat natürlich echten Wert. Original unterschriebene. Ja, gib mir den ruhig. Oder so. Genau. Tatzenschoner von Roman Weidenfeller. Da seht ihr nochmal, worum es geht. Also ordentlich mitbieten ist für einen guten Zweck. Roman, du bist jetzt für uns, ähnlich wie ich, auch als Botschafter unterwegs. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was machst du denn da eigentlich so? Ja, wir fliegen ja um die Welt herum und präsentieren einfach die Marke Borussia Dortmund. Ja, sagen eigentlich, für was der Verein steht, Tradition, für unsere Fans, das Stadion. Versuchen natürlich auch möglichst viele Sponsoren zu generieren. Versuchen auch die Leute von Borussia Dortmund zu begeistern. Und bisher klappt das eigentlich ganz gut, oder? Ich glaube, es klappt super. Wo warst du denn? Wo warst du überall schon? Viel in Asien, zwischendurch auch in Amerika. Und die Marke, die hat ja wirklich auch einen unglaublich großen Wert, auch gerade im Ausland. Ja. Ich war jetzt vor kurzem auch in Mexiko im privaten Urlaub. Da sind die Mexikaner auch mit dem Trikot von Borussia Dortmund rumgelaufen. Okay. Und das ist schon sensationell, wenn du irgendwo ins Ausland kommst und viele tragen eben unsere Farben und das macht Spaß und das bestärkt uns auch einfach, da weiterhin Gas zu geben. Ja, macht einen stolz. Gegen Ende der Sendung darfst du noch mal was machen, was dir als Spieler immer verwehrt geblieben ist? Ein Elfmeterschießen. Nicht ganz, da warst du ja nah dran hier bei deinem Abschiedsspiel. Nein, du darfst mal abstauben. Nämlich du beendest jetzt Sätze, die ich anfange. Oh. Schauen wir mal, wo ich dich hinführe. Fangen wir an. Satz Nummer 1. Schieß los. Die Bundesliga ohne Roman Weidenfeller ist wie? Bisschen langweilig. Kurzer Knall, sehr gut. Nummer 2. Ein Spiel als Zuschauer finde ich? Ja, ein komisches Gefühl, aber es gehört irgendwann dazu, denn klar, irgendwann ist jede Karriere mal zu Ende und das kennst du ja auch und von daher. Aber wir sind sehr, sehr positiv gestimmt, denn wir haben beide eine tolle Zeit hier gemeinsam erlebt und das waren geile Jahre und von daher sieht man es ein bisschen entspannter. Ja, aber jetzt hast du schon ein bisschen Urlaub erwähnt, passt der dritte Satz. Das Schönste an der Fußballrente ist? Ja, ein bisschen mehr Freizeit, wobei ich sagen muss, ich bin echt die letzten Wochen und Monate viel unterwegs, weil ich ja auch noch für RTL in der Euroleague auch am Start bin, mache noch ein bisschen was für Puma und dadurch bin ich echt fast mehr unterwegs wie zu Hause. Aber es macht mir unheimlich viel Spaß und halt eben auch, ja, du bist immer noch dem Sport sehr verbunden und dadurch sehr nah dran. Und das ist ja das, was wir eigentlich am besten konnten und was auch am meisten Spaß gemacht hat. Aber so ganz Rentner bist du ja auch nicht. Wir beide spielen ja auch noch für die Legenden mit unserem Trainer Nobby. Nochmal schönen Gruß an dieser Stelle. Und demnächst sind wir gegen Liverpool in Hongkong.
Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Das ist richtig stark. Also sind ja immer ganz geile Reisen. Wie steht es um deine Reflexe? Kannst du den Kasten noch sauber halten? Also eben war schon schwierig. Hast du gefangen, die beiden? Ja, gefangen, ja, aber es war schon so ein bisschen was. Also früher habe ich sicher die Bälle gehalten, aber bis dahin gehen wir mal ganz kurz, wir zwei ins Trainingscamp. Wir gehen. Und es geht ja auch nicht mehr um ganz so viel. Also, das war's von uns für heute. Aber jetzt heißt es natürlich Daumen drücken bis Ende der Saison. Wir beide drücken auf jeden Fall. Ihr drückt fleißig mit, feuert die Jungs an und dann hoffen wir, dass am Ende das möglichst Beste bei rumkommt. Das war's, euer Ovo. Tschüss, bis bald.